Tja, es ist schwierig für die EU-Außenminister, eine gemeinsame Position zu finden. Wie sieht das aus in der arabischen Welt? Axel Storm in Kairo, Sie beobachten das ja. Gibt es denn dort so etwas wie eine einheitliche Linie? Naja, gestern Abend ist ja in Saudi-Arabien der jährliche Gipfel der Arabischen Liga zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs von ganz vielen Staaten aus der arabischen Welt saßen zusammen und haben natürlich auch über die Angriffe in Syrien der USA, Großbritanniens und Frankreichs gesprochen. Der Gipfel selbst stand eher unter dem Motto oder unter dem Thema des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Aber König Salman von Saudi-Arabien hat in seiner Begrüßungsrede schon sehr klar gemacht, dass der Iran aus seiner Sicht mitverantwortlich ist für das Chaos, das zurzeit in Syrien passiert. Und diesen einleitenden Worten des Königs haben sich viele Staaten angeschlossen. Das heißt also, darin ist man sich einig, dass eben der Iran, ja, dass in dieser Einigkeit im Kampf gegen den Iran, kann man das so sagen? Man kann es so sagen, es schwingt natürlich auch knallharte Machtpolitik mit, die hinter diesem Syrien-Konflikt steht. Es geht um Einflusssphären und Machtpoker und den uralten Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten in der arabischen Welt. Und da ist nun mal Saudi-Arabien die sunnitische Schutzmacht und der Iran die schiitische Schutzmacht. Und der Iran ist ja zum Beispiel mit eigenen Truppen, mit Revolutionsgarden in Syrien aktiv, aber auch indirekt über die Hisbollah aus im Libanon dort aktiv und kämpft an der Seite des syrischen Präsidenten Assad. Sorgt das für große Sorgenfalten, denn man will natürlich unbedingt vermeiden, dass der Iran seine Einflusssphäre weiter ausbreitet. Herr Storm, Sie sind für uns ja relativ nahe dran, an dem Geschehen in Syrien, dort, wo auch die Chemiewaffenkontrolleure sein wollen. Sie wollen ja untersuchen, was in Douma tatsächlich vorgegangen ist. Sie sind im Lande, offenbar schon lange. Jetzt heißt es, am Mittwoch sollen Sie tatsächlich bis nach Douma rankommen. Wieso dauert das alles so lange? Ja, das sind jetzt heute die Meldungen des heutigen Tages. Also es gibt Stimmen aus Russland, die heute gesagt haben, dass die Kontrolleure aus den Niederlanden, diese Chemiewaffenexperten, am Mittwoch wohl an den, wenn man so will, Tatort in Douma herangeführt werden sollen. Aber die Situation ist natürlich schon ein bisschen grotesk. Ausgerechnet an diesem Wochenende starten die USA, Großbritannien und Frankreich Luftschläge auf Ziele in Syrien. Ausgerechnet an diesem Wochenende tagt die Arabische Liga. Und die Kontrolleure sitzen seit spätestens Samstag in Damaskus und können da nicht rein. Sehr wohl aber hören wir über unsere Kollegen in Syrien, dass das syrische Staatsfernsehen nach Douma reingelassen wurde, und zwar schon vorgestern. Also offenbar scheint diese ganze Szenerie in Douma jetzt schon, bevor die Kontrolleure überhaupt dort sind, zu einem PR- und Spin-Doktor-Desaster geworden zu sein. Jeder legt sich da zurecht, wie er die Lage sieht. Und was man glauben mag und glauben sollte, ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Kann man denn dann da überhaupt noch irgendetwas finden als Kontrolleur? Naja, das ist schwierig. Also ich bin kein Chemiewaffenexperte, aber es scheint wohl so zu sein, dass Chlorgas oder Chlor als eingesetzt als chemischer Kampfstoff bis zu 7 Tagen nachgewiesen werden kann. Also 7 Tagen in Aerosolen, in der Luft, aber auch in Bodenproben und möglicherweise auch im Blut und im Speichel von Verletzten und Überlebenden. Und all das ist sozusagen der Auftrag dieser Kontrolleure auch. Die Damen und Herren müssten eigentlich seit 48 Stunden vor Ort sein und die letzten sozusagen aktiven Stunden nutzen, die da noch zur Verfügung stehen. Sie müssten Krankenakten durchsuchen, sie müssten Bodenproben entnehmen. Aber all das scheint nicht möglich zu sein. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob es sich um Chlor handelt. Es gibt ja auch Gerüchte oder Anschuldigungen und Behauptungen, dass eventuell sowas Ähnliches wie Sarin eingesetzt hätte sein können. Also es besteht dringender Ermittlungsbedarf. Und uns bleibt allen nichts anderes übrig, als abzuwarten. Abzuwarten und dann auch auf die Ergebnisse dieser Untersuchung zu warten. Auch das wird ja noch dauern. Axel Storm, vielen Dank für die Einschätzung und Einordnungen heute Abend nach Kairo.